Stell dir mal vor, es gibt 500.000 Menschen, die eine Sportart gucken, die niemand kennt. Ja, genau das gibt's in der Schweiz. Es ist nicht Fußball, es ist nicht Skifahren, es ist nicht Eishockey, es ist Schwingen. Schwingen ist die Schweizer Nationalsportart, das ist so ein bisschen wie Sumo-Ringen. Man hält sich so, man ist in Sägemehl, sagt man Sägemehl? Man ist in Sägespänen, man muss den anderen auf den Rücken drücken und in der Schweiz schauen das alle 3 Jahre 500.000 Menschen in dem temporär größten Stadion der Welt. Das Ganze nennt sich das Eidgenössische Schwingerfest und ist das größte Sportevent der Schweiz. Wie gesagt, findet alle 3 Jahre statt und auch wieder dieses Wochenende. Zufälligerweise Hanna Tulnik, findet das Eidgenössische Schwingfest 2022 10 Minuten von meinem Dorf entfernt statt? Das heißt, ich nehme euch Deutschen und Österreicher einfach mal mit an das größte Sportevent der Schweiz, aber mit einem kleinen Plot-Twist, weil das das größte Schweizer Sportevent ist, das sehr traditionell ist, ist dieser Vlog auf Schweizerdeutsch. Vielleicht versteht ihr was, vielleicht auch nicht. Es ist ein Experiment, dass ihr mal gucken könnt, wie gut versteht ihr Schweizerdeutsch. Es ist für mich, dass ich einmal so einen schweizerdeutschen Vlog machen kann. Das heißt, genießt das Ganze. Wir gehen jetzt an das Eidgenössische Schwingfest 2022. Guten Morgen. Schwingfest 2022. Maelo ist dabei. Guten Morgen, ich bin bereit. Heute alles auf Schweizerdeutsch, verstehst du etwas? Mir geht's auch gut, danke. 5.54 und wir machen uns auf den Weg auf Bratteli zum Schwingfest. Das wird ein absolutes Fest. Ich bin voll am Tour. Ich noch gar nicht. Guten Morgen miteinander. Schwingfest 2022. Wir sind dabei. Aber ich habe das Gefühl, es wird langsam Zeit für einen kleinen Weisswein. So einen Weisswein einfach. Ja, ist doch so. Und warum schaust du aus wie ein Familienvater? Wie man das so machen muss am Schwingfest. Am Schwingfest ist Regel Nummer 1, du musst aussehen wie so ein Vater. Und das habe ich heute auch gemacht. Verstehst du Schweizerdeutsch? Ich will es nochmal den gleichen Witz bringen. Was? Sag nochmal. Nee, du musst jetzt sagen mal ehrlich, verstehst du Schweizerdeutsch? Ja, die schon. Heute gehen wir mal fressen. Heute ein Vlog auf Schweizerdeutsch, wie in der guten alten Zeiten. Und dann schreiben die Leute wieder in den Kommentaren. Hey, kannst du noch mehr auf Schweizerdeutsch machen oder in den Schweizer Kanal? Schweizerdeutsch ist so viel besser, jetzt einfach nur noch unsympathisch und abgehoben. Der Vlog ist jetzt wirklich für alle, die in den letzten 1,5 Jahren geschrieben haben. Machen wir wieder etwas auf Schweizerdeutsch. Und beim Schwingfest, Dick, du kannst nicht ans Schwingfest gehen und Hochdeutsch reden, das geht einfach nicht. Seit wann machst du eigentlich hochdeutsche Videos? Guck mal davor, ein Köder. Ein Köder? Köder. Ein Mistköbel. Die Völkerwanderung ist real. Schaut euch die Väter an. Und wenn der Krieg ausstückt und nicht Krieg ausstückt, weißt du? Stuckikrigo, ja? Ja, wenn der Stuckikrigo dann einen Hosenlupf macht, dann sind die alle hier aus dem Häuschen. Wir haben jetzt etwa 6.20 Uhr und es ist auch mehr los in der ganzen Stadt. Digga, 500.000 Leute kommen. Das ist mehr als die Schweiz Einwohner hat. Ich muss mich jetzt umziehen. Kannst du dich umziehen? Also komm. Einfach ein Festivalgelände. Ja. Oh meine Postmama ist leider. Liebe Schwingerfreunde, in genau 25 Minuten geht's los. Wir starten pünktlich um 7:30 mit dem Einmarsch der Schwinger. Es muss für jeden Schwingfan. Nehmt eure Plätze jetzt ein. Digga, einfach Schweizer Squid Game. Alle Schwingfreunde bitte jetzt zu ihrem Platz. Holy shit, Digga. Einen guten Morgen, gell? Alle pünktlich in 25 Minuten. Es muss. Für jeden Schwingfest. Ja, Schwingfest. Kann man da ein Gipfel nehmen? Zwei Franken. Oh, ich habe kein Geld dabei. Schade. Ey, schau mal das an. Das ist zum Kotzen. Wow, ey. Das ist so ein traditionelles Event. Da gibt es fast keine Absperre, fast keine Security. Du darfst auch Messer reinnehmen. Alles. Wenn ich du wärst, ja, würde ich da jetzt einen rennen. Und du musst dir vorstellen, es gibt Leute, die müssen jetzt so actually Hochleistungssport bringen. Weißt du, was ich meine? Ich muss schnell eine Insta-Story machen. Alter, das Bild ist so gut. Holy shit. Ein Familienvater, wie er im Buche steht. Kannst du wirklich kaum dazu in der Rucksack, gefüllt mit Weißwein und Rivella Rot, an Käse für den Hunger zwischendurch. Mega. 7.21 Uhr. Oh nee. Es muss für jeden Schwingfan. Hey, ein bisschen kratzt ein bisschen alles im Abgang. Richtig. Nein, das gibt's nicht. Das ist eben falsch los die Tribüne. Ja, denk, mein Rucksack ist ein bisschen nass. Alles nass. Alles nass heute. Kannst du einfach ein bisschen umdenken bei mir. Wie kann man so bekannt sein wie Tanna? Für wer bist du? Stucki. Alle! Alle! Ob Schweiz! Wo ist der Schwinger? Die sind noch nicht da, das sind Kampfrichter, die den Schiedsrichter eigentlich.
Kannst du den Text? Ja, ja. Von der Nationalhymne. Das ist eben das, Schwingfest 2022. Das ist eben der Vater. Wichtig und richtiger Brotwurst. Eine gute alte Olma-Brotwurst mit Senf. Du hast das Brot. Das vegetarische Angebot ist halt auch sehr gut. Ja, das ist das vegetarische Angebot am Schwingfest. Das ist das einzige vegetarische, was es hat. Ja. Ohne Wurst. Ich habe mir einen sauren Marsch bestellt, das ist so typisch schweizerisch. Ist das eigentlich immer Alkohol? Eigentlich hat es Alkohol, ja. Aber du musst jetzt das traditionelle Schweizer Getränk probieren. Okay, erste Reaction. Das schmeckt wie Radler. Übrigens, man kriegt keine Kuh, sondern man kriegt auch Muli. Muni. Muni. Yeah. Beim Schwingfest kann man einfach den Rucksack in der Mittagspause sein. Das nimmt doch niemand mit, das sind alle lieb. Und man kann schlafen. Es muss. Für jeden Schwingfan. Ah, chillig. Ich glaube, das hebt. Das ist am Tanzen. Oh! Oh! Ich sage ehrlich, Schwingen ist geil, aber Digga, so ein Monte-Stream einfach geht auch. Da kann man noch entzünden. Er hat verloren. Der Favorit hat jetzt verloren. Ich weiß nicht genau, was das bedeutet. Wie schätzt du das ein? Ich schätze es ein wie eine gute Situation. Ja, gesagt, der Stocki! Der Stocki! Das ist ein Fuss für jeden Schwingfan! Es ist nicht hässlich. Es ist auch fast Raclette. Es regnet. Und jetzt? Oh! Scheiße! Stucki hat verloren! Stell dir mal vor, man wird einfach nass. Man ist da. Das Wetter drückt Stuckis Gefühle aus. Ja, aber du bist gar nicht so schlecht für uns. Schau mal das. Morgen miteinander, 10 Uhr am Morgen, Tag 2, erstmal schön einen runtergewichset. Es ist Tag 2, Entscheidungstag. Ich glaube, der Stucki hat keine Chance mehr. Der Odermatt, weiss ich nicht, ob der gewinnt. Ich gehe auf den Reichmuth, das ist mein Tipp. Ja, ich glaube, der Reichmuth gewinnt, aber nein, ich sage dir, immer noch wie gestern der Wiki. Ah, du bist gestern der Wiki? Ich war gestern beim Wiki, ja. Ich bin beim Reichmuth, Mario ist beim Wiki. Es bleibt spannend. By the way, du weißt, dass du in der Schweiz bist, wenn sie extra so Velo-Parkplätze machen. Und jeder sein Velo perfekt anstellt. Alter, wie das ausgesehen hat. Sehr geiler Shot. Wie gefällt dir das Schweizer Bier? Kein deutscher Wein, das ist Englisch. Du musst schon ausrechnen, was jetzt genau passiert. Was passiert? Es passiert, es wird geschwungen. Im Finale sind der Wiki Joel und der Aschbacher Matthias. Ich bin für den Wiki, du bist auch für den Wiki. Ich bin für den Aschbacher. Du bist Aschbacher? Nein, wieso ist da nicht so. Wiki gegen Aschbacher, Final. Ich bin für den Wiki, let's go. Ja. Nein. Sehr abhocken. Hey, ihr macht du! Ihr macht du! Jetzt! Ja! Oh. Er nimmt ihn! Muni. Ole, ole.
Jungs, Schwingfest ist vorbei. Joel Wicki hat gewonnen. Es ist ein absolutes Fest. Es ist ein absolutes Fest gewesen. Was ist deine Meinung dazu? Ich habe schon immer gesagt, dass Joel gewinnt. Ich habe schon immer gesagt, dass Schwingen geil ist, Sportart ist. Es muss. Für jeden Schwingfan. Oh, es muss. Für jeden Schwingfan. Schwingen wirklich viel geiler als erwartet. Sehr, sehr spannend gewesen. Vielen Dank fürs Schauen vom Video. Wir sehen uns im nächsten Video wieder auf Hochdeutsch. Bis dann. Tschüss. Ich war sehr spannend. Also ich habe es wirklich spannend gefunden. Es war fesselnd. Kannst du jetzt nicht über den Film geschlafen haben? Habe ich einen Clip, wo du geschlafen hast? Hallo? Guten Abend.